Sie holen die Natur nach innen. Sie bauen meterhohe grüne Wände aus echten Pflanzen und lassen Brunnen plätschern. Kleine Oasen fürs Büro mit erstaunlicher Wirkung. Wir können auf relativ geringer Fläche viel Schadgase und Schadstoffe aus der Luft filtern. Ein Familienunternehmen, das mit seiner Idee und einem Patent inzwischen weltweit Karriere macht. Mit ihrem besonderen Know-how sorgt die Firma Art Aqua für natürliche Luft in Räumen. Und später kam es dann doch dazu, dass Institute und Baubiologen uns angesprochen haben, dass es wirklich gesundheitliche Aspekte sehr im Vordergrund stehen. Im Eingangsbereich eines Stuttgarter Unternehmens. Fast 3000 Pflanzen an einer 12 Meter hohen Wand. Wie jede Zimmerpflanze brauchen die regelmäßige Pflege. Dafür schaut der Art Aqua-Mitarbeiter alle 3 Monate vorbei. Um solche Wände zu entwickeln, zu bauen und dann grün zu erhalten, dafür ist ein spezielles Wissen und viel Erfahrung nötig. Sieht alles sehr gut aus, funktioniert alles sehr gut. Und bitte noch den Kunden ein Angebot machen. Also wir sollten bei der nächsten Wartung nachbepflanzen, 60 bis 80 Pflanzen dem Kunden ein Angebot erstellen. Hier in Bietigheim hat vor 30 Jahren alles angefangen. Ivo Lai, gelernter Werkzeugmacher, gründete ein kleines Familienunternehmen. Seine Frau Renata war von Beginn an mit dabei. Ihre damals zunächst etwas verrückte Idee, kleine Raumtrenner fürs Büro mit Grünpflanzen dran. Das entpuppte sich als echte Marktlücke. Da, wo es um gute Luft, um gutes Raumklima geht, da kommen dann oft die Architekten oder die Bauherren mit einem Problem. Und dass die Dinge dann auch noch schön sind und die Menschen begeistern, wenn sie die Räume betreten, das ist dann so ein Nebeneffekt. Und nicht nur Pflanzen, auch Wasser verbessert die Luft. Die Wasserobjekte von Art Aqua plätschern heute in Shopping-Malls und Eingangshallen weltweit. Immer mehr Firmen holen sich die Pflanzenwände in die Büros. Natur liegt im Trend. Wir verstehen uns auch als Unternehmen, das sehr designaffin agiert, weil wir da sehr viel Wert drauf legen. Wir verstehen uns aber auch, und das ist, glaube ich, so das größte Asset, das wir haben, als Trendscouts. Weil wir machen eigentlich nichts anderes, als wir schauen uns ab, wie es in der Natur funktioniert und wie es die Natur regelt und bringen das strukturiert und formschön ins Unternehmen. Juniorchef Claudio Lai ist quasi im Betrieb aufgewachsen und hat bei seinen Eltern die kaufmännische Ausbildung gemacht. Sehr früh war für ihn klar, was seine Eltern mit viel Tüftelei aufgebaut haben, das will er weiterführen. Als Prokurist trägt der 33-Jährige die Mitverantwortung für inzwischen 30 Mitarbeiter. Zu diesem Mitarbeiterteam gehört Christina Bindel. Sie ist Architektin und arbeitet hier als Konstruktionsleiterin. Mitten im offenen, grünen Büro. Ich finde es immer noch toll hier. Also ich komme hier immer noch gerne rein. Also wenn man hier morgens reinkommt, dann wird die Laune einfach besser. Ich bin eigentlich ein Morgenmuffel, aber wenn ich dann hier bin und das ganze Grün um mich habe, geht's wirklich. Dann werde ich auch wirklich wach. Und das muss sie gerade auch sein. Sie arbeitet an einem Großprojekt. Ein Kunde in Bochum will eine Wasser- und eine Pflanzwand. Die 50 cm haben sich geändert. Die Brücke, die Glasbrücke, das ganze Wanne ist größer geworden und hier hinten ist noch ein Pflanzkübel drin. Ja, da müssen wir dann noch die Pflanzen dafür aussuchen. Das kriegen wir aber auch noch hin. Sie entwirft, koordiniert und muss zum Schluss auf die Baustelle. Dabei werden wir sie begleiten. Ja, ich bin's. Wenn das Ding in der Montage ist oder kurz vor der Montage ist, ist es immer stressig.
wenn es sich rund läuft, sowieso, dann wird es ganz schnell, geht es in ein ganz hohes Level. Aber es reicht eigentlich auch schon, wenn mehrere Baustellen gleichzeitig laufen. Hallo! Also dann muss man eigentlich 5 verschiedene Projekte, die alle unterschiedlich sind, im Kopf haben und wissen, was wann wo passiert. Hi. Jetzt will sie wissen, wie weit der Monteur Michael Gimmel ist. Ja. Denn bald müssen die beiden nach Bochum. Genau, wir machen heute das Reservoir fertig für die Baustelle in Bochum. Wir gucken mal eben, ob wir alles haben. Ja. Eben hier noch. Alles okay. Klemmen sind schon drin für die HT-Rohre, ja, für die Schwimmer. Das Wasserreservoir für Bochum ist Einzelanfertigung und Maßarbeit. Hier ist nichts von der Stange. Alles muss individuell passen. Maßarbeit auch hier. Ein Wasserobjekt entsteht. Vito Bongalina kam ganz jung aus Italien. Aus Bari, war dort Bäcker. Er hat die ganze Entwicklung der Firma miterlebt. Langsam sind wir gewachsen und so, dass wir sind angekommen jetzt auf diesen Zustand, wie wir sind, dass wir haben so viele Objekte schon in ganz Deutschland, weltweit auch noch gebaut und Begeisterung ist pur. Vito fühlt sich wie ein Künstler und Bietigheim ist seine Heimat geworden. Hier hat er 5 Enkelkinder und seine Arbeit bei Familie Lai. Familienbetriebe bedeutet für mich, ich gehört auch zu dieser Familie. Ist ganz klar. Sonst wäre ich nicht hier. Ein Familienunternehmen, das zusammenhält. Auch Firmenchef Ivo Lai ist in Italien geboren. Er kam als 5-jähriger Gastarbeitersohn nach Deutschland und lernte hier Werkzeugmacher bei Bosch. Seine Frau Renata kam aus Kroatien. Vom Werkzeug wechselte er zu den Pflanzen. Denn nach seiner Lehre machten sie sich zuerst mit einem Blumengroßhandel selbstständig. So kam eins zum anderen, bis zur Idee von Art Aqua und Gründung des Familienunternehmens vor 30 Jahren. Da waren wir noch relativ jung. Vielleicht auch ein bisschen blauäugig. Aber ja. Inwiefern? Ja, man sammelt Erfahrungen, gell? Das ist klar. Das ist nicht so einfach, die Branche gewesen. Und ja, das aufzubauen, viel Zeit. Junge Familie, 2 kleine Kinder, also man musste das ja alles handeln. Wir waren ja schon damals ein Familienunternehmen, da waren nicht 50 Leute im Rücken, die noch geschoben haben und gemacht haben. Ein junges Team, das fehlende Anschubhilfe durch Ideen wettmachen musste. So fing es auch mit ihren Brunnen und Wasserobjekten an. Dass wir über den Freund, der Probleme mit der Luftfeuchtigkeit hatte in seinen Büroräumlichkeiten und uns dann gefragt hatte, Mensch, kennt ihr nicht jemanden, der irgendwas mit Wasser hat? Und wir haben ihn da praktisch mit, vor 30 Jahren gab es die Lavabrunnen mit den Tillandsien in Tuffstein-Ausführungen und hatten ihn dann sozusagen Wasserobjekte in die Büroräumlichkeiten integriert und siehe da, die Menschen haben sich wohlgefühlt. Und dann kamen die aber und sagten, das ist toll, die Luft ist so toll, aber wir haben hier eine Eingangshalle, da brauchen wir was Großes, da können wir nicht mit den Primelchen arbeiten im Grunde. Ja. Und so hat sich das dann Stück für Stück entwickelt. Längst sind es riesige Hallen, die ihre Handschrift tragen. Eins der verrücktesten Projekte, die wir gemacht haben, in Antalya, ein 5,5-Sterne-Hotel von einem Milliardär. Da werden sie dann mit der Gondel an ihren Platz geschippert. Und da haben wir verschiedene verrückte Wasserkaskaden, Wasserwände. Sie konnten da gar nicht durch Räume durchlaufen, weil eine Wasserkaskade da war. Und wenn sie eine Berechtigungsuhr hatten, dann gingen die Türen auf, die Kaskade hörte auf und das Wasser wurde abgesaugt, dann konnten sie trockenen Fußes gehen. Letzte Vorbereitungen für den Wassertank bei dem Projekt für Bochum. Michael Gimmel arbeitet noch an den passgenauen Anschlüssen. Und wie läuft es sonst so? Es gab ein paar Verzögerungen, weil das Treppenhaus noch nicht ganz fertig geworden ist. Deswegen sind wir noch ein bisschen hinten dran. Aber soweit ist vor Ort schon alles vorbereitet. Das Netz ist schon vorbereitet, das Becken ist fertig. Wir müssen nur noch ein bisschen Technik einbauen und dann können wir anmachen.
Hinter dem bisschen Technik steckt eine ganze Menge Firmen-Know-how. Bei so einer individuellen Anfertigung darf nichts schiefgehen. Vorbereitung ist A und O. Gerade mit Wasser, das ist halt nicht immer ganz einfach, dass es nachher auch wirklich gleichmäßig läuft. Und also da gibt es viele Dinge, die man beachten und einstellen muss, schon beim Aufbau, dass alles in der Waage ist und so weiter. Dann gute Fahrt und wir sehen uns in Bochum. Also, ciao, ciao. Bis dann, ciao. Seit 10 Jahren arbeitet Christina Bindel bei Art Aqua. Klar haben wir hier einen stressigen Job, aber im Grunde ist man dadurch auch ein bisschen freier. Also wenn ich hier viele Stunden mache, kann ich auch die Woche danach mal weniger Stunden machen. Und wenn ich mal einen Termin habe um 11, dann gehe ich um 11. Das finde ich eigentlich auch immer schön. Also ich möchte niemals, glaube ich, in so einem Riesenkonzern arbeiten, wo man den nächsten Mitarbeiter nicht kennt. Christina Bindel hat 29 Kollegen. Mitarbeiter zu finden, damit hat das Bietigheimer Unternehmen im Gegensatz zu vielen anderen Firmen keine Probleme. Gerade für Jüngere ist der Betrieb attraktiv. Markus Reichert leitet den Einkauf und stieg vor 6 Monaten hier ein. Wo ich meine Bewerbungsgespräche hatte, wo ich hier reingekommen bin, ich war total geblättet. Also da habe ich mir schon von vornherein gesagt, hier möchte ich arbeiten. Wieso? Weil ich das einfach, mich hat das einfach total geflasht. Mir gefällt es hier einfach. Das ist einfach, Luftfeuchtigkeit ist super und das sieht alles total schön aus und man fühlt sich hier einfach wohl. Gutes Klima. Dazu gehört nicht nur gesundes Raumklima, sondern auch ein gutes menschliches Betriebsklima. In manchen Firmen nicht ganz einfach, wenn Vater und Sohn zusammenarbeiten, vielleicht ganz unterschiedlich ticken. Wie sieht es bei den beiden aus? Gefällt dem Sohn der Stil des Vaters? Auf jeden Fall die Dinge alle einbringen. Genau. Ich kenne niemanden, der so emotional beim Kunden auftritt. Und das hat er mir noch nie gesagt. Jetzt hier mit. Das ist schon so ein Punkt, da kriegt er die Personen super eingefangen, da kriegt er sie super überzeugt. Und ich kenne niemanden, der so stark für das Thema, was wir hier verkörpern, brennt wie mein Vater. Einfach vielleicht mit den Jahren lernt man, dass Improvisation wichtig ist, aber im Endeffekt ist die Sparte, die er damit reinbringt, dass das alles sauber geplant ist, dass das funktioniert, dass die Dinge rechtzeitig kommen und so weiter. Ich sorge dafür, dass das dann auch eintrifft, aber das ist nicht meine Stärke. Und deswegen ergänzen wir uns da richtig gut. Und ich sage dann ganz schnell auch, mach mal, das ist dein Part. Da möchte ich gar nicht viel davon wissen. Die Apple Watch funktioniert auch jetzt ohne SIM-Karte. Der Vater tüftelt, der Sohn managt. Offenbar eine gelungene Rollenverteilung. Inzwischen ist Christina Bindel in Bochum angekommen und hat, na was, natürlich Pflanzen mitgebracht. Zusammen mit ihrem Monteur Michael Gimmel geht es los auf der Baustelle. So. Ja, und wir machen 10er in die Wanne und dann passt das. Das Thema Grün, ja, das ist sicherlich eine Thematik, die am stärksten wächst. Das Thema Grün ist hocheffektiv. Vor allem, wenn wir so einen Quadratmeter Grün rechnen, da müssten Sie circa 7, 8 solcher Pflanzen in den Raum stellen. So effektiv ist ein Quadratmeter Grün. Und das ist das Faszinierende. Wir können auf relativ geringer Fläche viel Schadgase und Schadstoffe aus der Luft filtern. Und Abfallprodukt ist Sauerstoff, was für uns Menschen lebensnotwendig ist. Und das wollen sie auch hier in Bochum hinbekommen. Mit Grün und Wasser das Raumklima verbessern. Durch höhere Luftfeuchtigkeit Pollen und Staub aus der Luft ziehen. Ja, bisschen darf noch drauf. Bisschen darf noch drauf. Der maßgefertigte Wassertank, den Michael hier transportiert hat, ist bereits in die Erde eingelassen.
Jetzt kommt ein bisschen Salz ins Wasser, weil wir da anstatt Antialgenmittel eine Kupferionisierung haben. Wenn man nichts machen würde, dann gibt es Algen. Und auch das tötet auch Keime und alles Mögliche ab, was so ins Wasser gelangt. Der Architekt des Großprojekts kommt zum Baustellencheck. Was machen wir hier mit der Kante? Die ist ja doch sehr, sehr scharfkantig. Ja, das machen wir immer ganz am Schluss. Da haben wir noch mal Gummi für. Also wenn wir jetzt hier unten alles fertig gespannt haben, dann ist sie ja schön gerade. Und dann machen wir von oben nach unten noch mal kompletten Gummirand dran. Damit dann da, ja genau, damit man da die Verletzungsgefahr reduziert. Hatten Sie den Faden gesehen hier, die falsche Farbe? An dem Netz? Ja, das ist aus der Produktion raus. Mhm. Da kann man nichts machen. Dann wird aber nachher, wenn da Wasser drüber läuft, dann sieht man das nicht mehr. Ja, das nimmt das Wasser weg dann. Ja, genau. Während das Projekt in Bochum gerade läuft, sucht Ivo Lai neue Pflanzen. Pflanzen, die nicht zu schnell wachsen und nicht verholzen. Die Gärtnerei Dötterer hat sich auf Topfpflanzen spezialisiert. Für die Wände von Ivo Lai müssen sie die Jungpflanzen erst mal 4 Monate in einem speziellen Substrat durchwurzeln lassen. Die Efeutute, lateinisch Epipremnum, ist dabei eine von Ivo Lais Favoritinnen. Wir haben das Thema, dass wir jetzt für den Kunde in München, für den ist Schadgasfilterung enorm wichtig, weil die haben ein großes Thema, die haben da Gerüche, da gast die Farben und so weiter, gasen aus. Und deswegen müssen wir sehr stark mit den Zehnkämpfern Epipremnum arbeiten. Aber der hat uns ganz klar gesagt, er möchte auf jeden Fall auch nicht nur einseitig grün, sondern er möchte auch ein bisschen Farbe da rein haben. Was auch ganz toll wäre, das so die ja. Begonien, die Red Magic. Das, sowas möchte er auf jeden Fall haben. Also der will auch ein paar Farbtupfer in der Wand drin haben. Als helle Farb diesen Krokodilfarn, das ist auch eine sehr interessante Maserung. Ja. Der wächst auch sehr gedrungen. Und das ist prädestiniert für solche Pilotflächen, dass man die einfach mal mit reinnehmen und schauen, wie entwickeln die sich. Grün. Aber die sehen ja prächtig aus. Da der Tiger. Super. Tigerbegone und dann die verschiedene Farbe oder sowas. Kupferfarben ist da. Das ist wunderschön. Wenn ich zurückschaue, als wir vor über 20 Jahren mit grünen Wänden angefangen haben, weil wir ein Patent erworben hatten, dann wollten die Architekten im Grunde fast nur Monokulturen, nur ein Pflanzentyp, sehr reduziert, mit kaum unterschiedlichen Pflanzen drin. Heute sind wir in Kambodscha angekommen, da möchten die Kunden, die Architekten, die Bauherren, lebendiges Grün, also auch mal Farben, auch mal Grün, das ausbricht und nicht ganz still und leise seinen Dienst verrichtet. Immer mehr Pflanzen sind unterwegs ins Büro. Für ihren Dienst gegen trockenes Wüstenklima. Ein Trend, seitdem Arbeitgeber entdecken, dass Pflanzen gegen Müdigkeit, trockenen Hals und Husten helfen können. So auch in Bochum. Der Architekt inspiziert, wie es vorangeht mit der Wasserwand. Es ist einfach auch Gewebe. Wasser sucht sich seinen Weg und wenn es einen einfachen Weg gefunden hat, wird der andere erstmal nicht gegangen und deswegen muss man da ein bisschen mechanisch nachhelfen. Aber nur jetzt zu Beginn? Ja. Das ist immer nur am Anfang. Wenn es angeht und das Wasser das erste Mal runterläuft, das ist eigentlich immer total fantastisch. Man sieht jetzt auch immer so, dass das Wasser immer mehr zumacht. Also man meint am Anfang ist es viel zu wenig Wasser, aber das muss erstmal das Gewebe richtig überspülen und dann gehen dann hier auch, da geht gerade auch so eine Stelle zu. Und da unten. Es ist ähnlich wie bei einem Gebäude. Ja? Wir haben jetzt hier im Mai angefangen und jetzt ist es endlich fertig. Also es ist schon eine lange Zeit auch, wo man drauf hinarbeitet. Und dann ist es natürlich immer ein toller Moment. Über diese Brücke muss er kommen, ne? Durch diese hohle Gasse muss er gehen. Hallo. Und da ist auch der Bauherr. Ja, wir haben sie gerade angemacht. Das echt? Läuft's, ne? Ja. Er ist hier Geschäftsführer eines traditionsreichen Bochumer Logistikunternehmens. Sehr cool. Machen wir nachher noch das Gespräch.
Gerüst weg, dann kann man es auch richtig bewundern. Sehr cool. Tolle Sache. Also ich glaube tatsächlich daran, dass das Arbeitsumfeld auch das Arbeitsergebnis maßgeblich bestimmt. Das heißt, nur wenn es uns gelingt, einen Raum zu schaffen, in dem der Mensch sich wohlfühlt, wo er sich angenommen fühlt, wo er ankommen kann, wo er wirken kann, dann entsteht auch ein tolles Arbeitsergebnis. Das ist ganz einfach. Ganz im Sinne des Art Aqua-Chefs. Jetzt hat natürlich vor einigen Jahren der Kampf um neue Mitarbeiter begonnen. Dass dann eher, früher waren sehr stark die Unternehmer, die Treiber. Heute sind auch diejenigen, die Personaler, die Betriebsräte, teilweise Betriebsärzte, weil die festgestellt haben, hey, wenn die Mitarbeiter arbeiten, gesund sind, dann haben wir einen Benefit. Die Nachfrage von Wohlfühlobjekten fürs Büro nimmt zu. Und dazu gehören eben nicht nur Pflanzen. Einrichtungsplaner Tobias Müssle aus Waldorf-Heslach berät Firmen, wenn sie Räume neu gestalten. Dass da auch wieder das Wasserelement drin ist. Das Wasserelement ist ja im Prinzip hier mein Baby, der Dancer. Sensationelles Element. Sein Büro ist gut bestückt mit Wasserskulpturen von Art Aqua. Büros entsprechend noch einmal wiedergespiegelt wird. Bis ins Detail mitzieht. Genau. Immer mehr Menschen verbringen bis zu 90% ihres Lebens drinnen. Bei trockener Luft, in technischer Umgebung, abseits der Natur. Dafür sind wir Menschen nicht gemacht. Büroberater steuern heute auch mit Wasser dagegen. Für höhere Luftfeuchtigkeit, gute Raumatmosphäre, bessere Akustik. Tobias Müssle findet aber noch einen weiteren Aspekt wichtig. Das ist eine komplette Handarbeit. Ja, da wird jedes Element individuell gemacht. Da gibt es kein Objekt, wo ganz genau gleich ist wie das andere. Die Firmenstrategie zahlt sich auf Dauer aus. Berater haben uns immer wieder gesagt, ihr dürft das Thema Handfertigkeit und das Thema Handarbeit nie ganz verlassen. Weil das ist das, was Menschen machen. Das ist das, was es nicht so technisch und so unpersönlich wirken lässt. Und da sind wir uns immer treu geblieben im Grunde. Und da sind wir heute froh, weil wir merken, das wird sehr stark angenommen. Und vielleicht spüren die Menschen da was. Und die beiden sind hier zuständig fürs Handgemachte. Vito Bongalino, gelernter Bäcker, und Franco Lisa, gelernter Gipser und Stuckateur. Beide von Anfang an dabei. Guck mal da. Wunderbar, gell? Was für eine schöne Struktur, gell? Alles klar. Hast du gesehen, Franco? Jeden von uns kann diese Arbeit so gut. Trotzdem ist zu erkennen, welche Topf habe ich gemacht oder welche Objekt habe ich gemacht, welche Objekt hat Franco gemacht, weil die Hand bei Strukturieren ist immer ein bisschen anders. Jeder von uns die hat sowieso jeder Unterschiede, hat das ist andere Arbeit. Ich keine Maschinenarbeit, aber das ist andere Arbeit. Sie fertigen alle Wasserobjekte aus einem Kunststeingemisch. Das genaue Rezept aus Zement, Glasfaser und Metakaolin bleibt geheim. Jeden Objekt von uns ist eine bestimmte Rezeptur. Jetzt, heute Morgen, ich habe zack, zack, zack alles gemacht, auswendig, weil ich weiß, wie die Rezeptur ist. Vito formt, spachtelt und kämmt. Er versteht sich als Künstler. Hier arbeitet er am Dancer, eine Wasserskulptur, die zu den Topsellern gehört, seit Jahrzehnten. Egal. Läuft's? Läuft. Vitos Arbeit ist dem Juniorchef Claudio Lai von klein auf vertraut. Sieht so aus, bis jetzt läuft alles in Ordnung. Kommst gut voran. Komme ich gut voran. Tatsächlich mein ganzes Leben, wo ich sagen kann, in der Zeit habe ich was wahrgenommen, kenne ich ihn. Und da ist er schon auch bei der Art Aqua. Und von dem her, ich glaube, er hat mich noch damals gesehen, als ich dann auf dem Tisch stand und Pur-Lieder gesungen habe. Aus der Zeit kennt er mich noch, wirklich Kindergartenzeit. Wie Pur-Lieder?
ja, pur. Biedigheimer, ganz bekannte Band. Und Hartmut Engler. Hartmut Engler, genau. Und da früher dann immer die Lieder gesungen. Und es hat der Vito alles miterleben müssen oder dürfen, je nachdem, wie meine Gesangskünste waren. Wir sind wieder in Bochum. Die Baustelle ist fast fertig. Monteur Michael Gimmel ist jetzt an der Pflanzenwand und hängt die letzten Efeututen auf. Ein ausgeklügeltes System. Der vertikale Garten bekommt per Automatik immer ausreichend Wasser und Dünger. Aber was ist, wenn Ungeziefer auftaucht? Wenn es schon großflächiger ist, dann mache ich das über die Düngung. Lasse ich ein Pflanzenschutzmittel durchlaufen, das quasi gegossen werden kann. Das wird dann von der Pflanze aufgenommen und wirkt systemisch. Das heißt, die Laus kann sitzen, wo sie will. Wenn sie reinbeißt, stirbt sie. Gut, dass Sie gerade kommen. Ja. Wir sollten schauen, dass die zweite Lichtleiste, dass die eingeschaltet werden. Damit der Innendschungel zuverlässig weitergedeiht, übernimmt Art Aqua auch die Wartung. Dazu gehört ein regelmäßiger Check, vierteljährlich. Hier haben wir die Technik drin. Steuerung bräuchte noch ein, vielleicht, oder es wäre gut, wenn es einen WLAN-Zugriff hätte, weil dann kann man auch mal, wenn was wäre, per Fernzugriff draufgehen. Gut, kann jeder. Wir haben hier so eine App, da kann man dann von überall, kann ich sagen, okay, ich gucke mal nicht eingebunden. In dem Bereich arbeite. Für die Apps und die technischen Entwicklungen sorgt der Juniorchef. Er will schnellere Abläufe in den Betrieb bringen, digital mithalten und weiterentwickeln. Weiterentwickeln in der Form, dass sich Produkte entwickelt, die wie in der Natur sich vielleicht selber das Wasser irgendwann mal beschaffen können. Wie das funktioniert, auch da müssen wir noch Know-how reinstecken. Aber einfach, dass die Produkte einfacher zu handeln sind, weniger Infrastruktur brauchen, weil auch die Kunden haben Platzthemen, die verdichten ihre Büros stärker. Und ich habe nicht überall Strom, ich habe nicht überall einen Wasseranschluss. Also muss ich mir Lösungen überlegen für Systeme, die auch über einen längeren Zeitraum sich selber versorgen können. Von Baustelle ist bei dem Projekt in Bochum so gut wie nichts mehr zu sehen. Alle Pflanzen hängen. Die ersten Mitarbeiter sind sogar schon in ihr neues Büro eingezogen. Christina Bindel macht ihren Rundgang. Der letzte Check. Ja, ich bin begeistert. Also ich freue mich immer wieder, so eine tolle Wand zu sehen. Und die Wand ist klasse, die sieht gut aus, die Pflanzen sind groß genug. Es sind auch die kleinen Sachen schön beachtet worden. Also die Lochbleche sind drin, die kleinen Details in den Ecken sind sehr schön gemacht. Also hat das Team echt klasse gemacht. Und dann noch ein Foto. Wieder ein neues Projektbeispiel für den Katalog. Ihre Broschüren sind für die Leis inzwischen schon so etwas wie ein Firmenarchiv. Eine Sammlung von 30 Jahren gemeinsamer Aufbauarbeit mit ihrem Team. Also im Atelier wirklich von Hand gearbeitete Wasserobjekte. Und das sind sie auch heute noch. Wir haben heute langjährige Mitarbeiter, die mit viel Liebe und mit Muße praktisch die Wasserobjekte und unsere Steinkeramikgefäße auch herstellen. Ja. Und es mussten und müssen auch nicht immer die großen Prestigeaufträge sein. Ja, und dann gibt es natürlich auch viele, die kennt keiner, was ja auch toll ist. Ja. Da ist dann der Friseur, da ist dann der Metzger, wir haben ja in allen Bereichen haben wir unsere Kunden, die kleine Dinge oder auch Großes. Also es muss ja nicht immer groß sein. Manchmal sind ja so kleine Sachen, die auch begeistern können. So, Familie Lai, alto livello, fantastico. Die ganze Familie Lai vereint. Wo? Natürlich beim Italiener.